Hallo und so, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Und Hallo! ja. Das ist. Ich hab in jeder Folge diese Begrüßung. Ja. Es ist Ich meine, was soll man auch sonst sagen, ne? Also. Ja. Ich meine, ja, ne? Ja. Das ist. Moment. Perfekte Schatten-Engine. Moment, was sehe ich hier? Das ist. Frag mich nicht, ich habe einfach keine Ahnung. Es sieht einfach aus wie eine verdammt lange vergabelte Brücke. Also, das unten. Gehe ich gerade über Wasser und das ist die Reflexion da unten? Oder wie soll ich das verstehen? Nein, ich glaube, das sind tatsächlich zwei Wege. Ach so, okay. Ich weiß nicht, ob untereinander, übereinander, nebeneinander, es sind zwei Wege. Ja, das ist ein Blob. Das ist noch ein Blob. Das ist ein dritter Blob. Und das sind ganz viele Blobs. Da kommt später. Oh, hi. Raus. Viel Spaß. Hallo an deinen. Au. 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 Also es sind wirklich zwei Wege, okay. Das gefällt mir aber besser als das vorhin, muss ich das sagen. Ist auch wirklich einfacher, weil es ein bisschen vorhersehbarer ist. Moment, verdammt, wo lang? Es gibt nur einen richtigen Weg, viel Spaß. Beziehungsweise es gibt hoffentlich Vergabelungen. Okay. Oh. Wow, das war knapp. Das war es tatsächlich. Okay, hier hätte ich auch hingefunden. Es gibt, glaube ich, kein Signal, das du übersehen kannst. Okay. Ja, du kannst einfach durchrennen. Bin ich mir aber gerade nicht sicher, aber doch, eigentlich schon. Warum macht sie nicht einfach überall Speere? Das frage ich mich manchmal auch. Du müsstest jetzt die beste Actionmusik im Spiel haben. Na, die ist nicht schlecht, ja. Ich meine, es ist jetzt kein Mega Man 2 Wily's Castle, aber es ist schon okay. Zu diesen Tracks kommen wir noch. Es gibt durchaus sehr gute Tracks hier in diesem Spiel. Es ist ein Indie-Game, wer hat erwartet? Ja, ja. Oh, hi, das ist jetzt. Das sieht nach Arena aus. Das ist ein freies Feld, ja. Wow, wow. Das gefällt mir jetzt richtig. Das ist cool. Ich weiß nicht wieso. Revolution 2016. Ja. Ich weiß nicht wieso mir das so gefällt, aber es gefällt mir. Wird schnell. Ja. Und langsamer. Okay. Und wir haben ein kleines Problem. Hallo. 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 Okay, tschüss. Es hört sich an, als wäre es von dort gekommen. Kann ich das lesen? Okay, ja gut. Sorry, ich dachte, es wäre jetzt hier als Text. Ja, ja, ich weiß, aber es hat einen Grund. Oder? Okay. Ist so. Okay. Es hört sich an, als wäre es von dort gekommen. Oh, du bist runtergefallen, nicht wahr? Geht es dir gut? Hier, nimm meine Hand. Ich habe so eine kleine Vermutung, was das sein könnte, aber mal gucken. Andy, wie? Das ist ein schöner Name. Mein Name ist... Ich könnte ihn hier nennen, aber das werde ich nicht machen. Ja, ich glaube, ich habe wirklich eine Vermutung, was das war. Und zwar? Diese Blume vom Anfang. Ich sag nichts. Okay. Ich sag gar nichts. Ich meine, ich will gar nichts dazu sagen. Ich habe es aus irgendeinem Grund, glaube ich, anhand der Musik gedacht. Und es wurde jetzt bestärkt durch dieses Feld hier. Ich mag übrigens, dass ich schwimmen kann. Und dass es keinen Unterschied macht. Nennt man das... Ich glaube, du bist einfach nur bis zum Bauch. Ja. Wasser drin. Also ich würde es nicht schwimmen bezeichnen. Okay. Müllhaufen. Hier sind einige Marken, die du wiedererkennst. Okay. Das hat einiges zu bedeuten, wenn du deinen Müll wiedererkennst. Das stimmt. Nur Müll. Müllhaufen, hier sind einige Marken, ja. Naja. Ich glaube, das ist auch alles das gleiche. Moment. Nur Müll. Der Wasserfall scheint von der Höhlendecke herabzufließen. Manchmal fliegen Müllteile hier herunter und direkt in den endlosen Abgrund. Dieser endlose Zyklus aus wertlosem Müll, er erfüllt dich mit Entschlossenheit. Ich meine, ne?
Wir sind bei 5 Minuten ungefähr? Ja, laut naja, weniger. Okay. Die Zeit scheint zu fließen, wow. Du legst deine Hand auf das rostige Fahrrad. Ich hoffe, ich bin Tetanus geimpft. Von der Hupe kommt ein schwaches Hupsignal. Hup, hup. Okay, das war. Das ist natürlich normal, hören. Das war's wert. Ist das ein PC? Ich glaube. Ein kaputter Desktop-Rechner. Ja. Das Innere ist leer. Ach, schade. Schade. Ich hätte mir einen neuen PC zusammenbauen können. Es ist eine Kühltruhe. Es ist kein Markenprodukt und wurde kaum genutzt. Klammer zu. Achso, nee, doch. War kein. Ja, ja, alles gut. Kein halber Smiley heute. Ja. Im Inneren befinden sich ein paar gefrorene Riegel mit Astronautenfutter. Ein Riegel nehmen. Ich glaube, ich habe noch die nervigen Hundereste, oder? Ja, du bist voll, tatsächlich. Egal, es ist nur Heilzeug, falls du aufstocken müsstest. Also, okay. Es ist nicht wirklich wichtig. Moment, das da oben kennen wir auch noch. Das Ding kennen wir tatsächlich. Es ist eine DVD-Hülle zu einem Anime. Zitternde Spuren von Clowns sind an den Ecken. Okay, und wir kriegen keinen Titel dazu. Na gut. Leider nein. Sieht aus wie eine gewöhnliche Attrappe zum Trainieren. Möchtest du zuschlagen? Möchte ich das? Du hast es dir überlassen. Na gut. Du schlägst die Attrappe mit deiner Faust. Du fühlst dich schlecht. Oh. die Attrappe war zu hart. Ich habe mir die Faust wehgetan. Aua. Oh, hi. Vollkommen durchgedrehte Puppe. Ich glaube, du hast schon länger keine Rolle mehr gehabt. Ja, okay. Also. Na, du denkst, du kannst. Das ist Papyrus. Moment. Das ist aus Papyrus, ja. Ja, warte. Ich kann nicht so viele verrückte Stimmen, die unterschiedlich klingen. Na, das ist bösartig verrückt. Du denkst, du kannst mich verletzen? Ich bin ein Geist, der in der Attrappe lebt. Mein Cousin lebte auch in einer Attrappe, bis du aufgetaucht bist. Als du mit ihm sprachst, dachte er, es handelt sich um ein nettes Gespräch. Aber die Dinge, die du gesagt hast, schrecklich, schockierend, unglaublich. Es hat ihn direkt aus der Attrappe verjagt. Mensch, ich werde deine Seele aus deinem Körper verjagen. Wir erinnern uns an seinen Cousin. Ja. Ganz am Anfang. Ja. Böse Attrappe blockiert den Weg. Das ist Mad Dummy. Coole Musik. Die Musik ist großartig. Defensive unbekannt, okay. Weil er ein Geist ist, werden physische Angriffe scheitern. Okay, hatte ich sowieso nicht vor erstmal. Narren, Narren, Narren! Oh, Moment. Habe ich das wirklich gerade gemacht? Oh, ihr Idioten! Passt auf, wohin ihr mit eurer Magie zielt! Hab ich die darauf gelenkt, oder wie war das? Die schießen nämlich von unten und die fliegen halt immer okay, so gut wie nach oben, wenn du den ausweist. Ich dachte, die wären abgeprallt, aber na gut. Hey, du! Vergiss, dass ich etwas über Magie sagte! Also es ist schon gewollt, dass die unsere Reise ja trifft, weil er hat so viele Projektile fliegen, irgendwas muss ihn ja treffen. Okay. Du redest mit der Attrappe. Sie scheint nichts für Plaudereien übrig zu haben. Keiner ist damit glücklich. Ich besiege dich und nimm deine Seele. Eigentlich müsste das Nehme heißen. Und im Gegensatz dazu war das andersrum sonst ein bisschen falsch, aber naja. Egal, ich bin zu kritisch, was das angeht. Es riecht nach einem Modegeschäft. Weil es eine Attrappe ist. Okay. Du redest mit der Attrappe, sie scheint nichts für Plaudereien übrig zu haben. Diesen Kampf wirst du einfach nur überleben müssen. Okay. Ich verwende deine Seele für die Barriere. Okay. Oh, okay. Er hat keine Lust mehr. Böse Attrappe kommandiert die Geschosse herum. Es ist einfach auf Gnade zu gehen, weil du halt dann Dialog skippst. Achso, okay. Naja. Ich werde das Fenster eines tollen Geschäfts zieren. Das ist ein Traum. Ja, das ist auf jeden Fall ein Ziel, das man sich setzen kann. Böse Attrappe kommandiert die Geschosse herum.
Dann wird alles, was ich möchte, mir gehören. Weil auch immer das eine mit dem anderen was zu tun hat. Naja. Ich frage mich, ob es eine Rolle spielt, wie viele Geschosse ihn tatsächlich treffen. Ich weiß das tatsächlich nicht. Böse Attrappe schaut in den Spiegel und dreht sich mit demselben Blick zu dir um. Okay. Was? Naja, ich denke, das rächt mein Cousin. Okay, hi. Oh, okay, verstehe. Böse Attrappe verliert Baumwolle über die gesamte Textbox. Das. Ach so. Okay, verstehe. Wie war noch mal einmal sein Name? Wow, okay. Böse Attrappe verliert Baumwolle, die gesamte Textbox. Egal, egal, egal! Bad Dummy ist so gut. Wow. Ich sollte besser zielen. Erbärmlich, erbärmlich, erbärmlich! Ich dachte, er bewegt sich nochmal. Böse Attrappe hier sitzen. Okay. Ui. So geht doch. Nett. Ich würde heilen. Gleich. Du musst ja keinen Dialog skippen, sondern ihn wirklich nur treffen. Das heißt, es ist. Das hat getroffen, also. Ja. Also kannst du auch heilen, dass wir trotzdem Mono-Eis weitergehen. Ja, das Mono-Eis ist. Ganz okay. Das werden wir nicht mehr brauchen. Na Mist. Ich wusste nicht, dass das schon die sind. Ich weiß gar nicht, womit die eigentlich feuern. Ist das Baumwolle? Könnte es durchaus sein, ja. Nutzlos, nutzlos, nutzlos! Oh, 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 oh. Das hatte fast komplett gesessen. Hey, Leute! Wow, okay. Dummies, Dummies, Dummies! Oder Dummies? Keine Ahnung. Also wirklich Dummies. War bestimmt ein Wortspiel. Keiner. Eins von beiden, ja. Erinnert ihr euch, was ich da, als ich sagte, nicht auf mich zu schießen? Also... Fehler! Ihr seid gefeuert! Ihr werdet alle ersetzt! Okay. Jetzt wirst du meine Macht spüren! Ich setze auf Leute, die kein Müll sind! Mechanische Geräusche erfüllen den Raum. Dummybots! Magieraketen! Magieraketen! Wow, okay. Ach Mann, ich wusste nicht, wann die jetzt aufhören, mich zu homen. Böser Tafel, okay. Ihr müsst euch einfach mit ganz viel Magie einschmieren. Ah, schön. Perfekt. Oh, ich hab das nicht gelesen, egal. Dummybots, seid ihr dumm? Es sind ja Dummybots. Ja, im aua, 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 aua. Okay, ein paar Treffer waren drin. Dummybots, letzter Angriff! Wow, 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 verdammt. Ah. Das ist... Wow, 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 wow. Bisschen viel. Ja, okay, gut. Ui. Oh, sehr gut. Unmöglich. Die sind sogar schlechter als die vorigen Leute. Wen kümmert es? Wen kümmert es? Wen kümmert es? Ich brauche keine Freunde. Ich habe Messer. Ich habe kein Messer. Aber das ist egal! Du kannst mich nicht verletzen. Und ich dich nicht. Du wirst hier festsitzen. Für immer. Für immer! Für immer! Das ist ein Sprite, das kommt nicht raus. Das ist so gut. Was zur Hölle ist das? Ih, Säuregen? Ach, vergiss es. Ich bin hier weg. Hallo. Oh, hi. Napste Blug, ne? Entschuldige. Ach, wie war er nochmal? Entschuldige, ich habe dich gestört oder nicht? Ich glaube, so war der. Stimme? Ja, aber ich frage mich gerade, ist das nicht zu ähnlich zu Sans Stimme? Egal, komm, das passt schon. Als ich kam, ist dein Freund sofort verschwunden. Oh nein, es schien, ihr hättet Spaß gehabt. Oh nein, ich wollte nur Hallo sagen. Oh nein... Armer Napster Blug. Naja, ich werde jetzt nach Hause gehen. Oh, komm doch mal vorbei, wenn du möchtest. Aber mache dir keinen Stress. Ich verstehe, wenn du beschäftigt bist.
Ist schon in Ordnung. Keine Sorge. Ich dachte nur, ich biete dir das an. Ja, ja, schon klar. Wir könnten jetzt den Snack nehmen von da unten. Stimmt. Ich glaube, Kiste sollte auch gleich vorkommen. Das ist der Anime. Da oben ist die Kiste doch. Achso, ja, hier. Die Kühlbox. Ja, stimmt. Einen Riegel Astronautenfutter nehmen. Ja. Du hältst das Astronautenfutter. Frag mich gerade, gibt es hier? Es gibt auf jeden Fall einen Speicherpunkt. Wie ja. Die Zeit? Ich glaube, so 5 Minuten haben wir noch. Okay. Hey, mein Haus hier ist hier oben. Wenn du es sehen willst. Oder eben nicht. Okay. Dann können wir in den 5 Minuten noch etwas machen. Okay. Es gibt ja sehr viele Sachen und egal wie wir die abgehen, solange wir nicht nach, ich glaube, rechts gehen, werden wir nicht weiterkommen. Okay. Norden, Flugflur. Osten, Hotland. Irgendwo, Temmidorf. Okay. Also hier kann ich lang. Ja, kannst du überall lang. Ente! Dieser kleine Vogel möchte dich herüberfliegen. Nimmst du das Angebot an? Nein. Können wir machen. Wir können das machen. Achso, okay. Der wird wahrscheinlich, ja. Das ist die beste End auf der Welt. Mit die, Abstand. Die hat's drauf. Die ist richtig gut. Also ich meine, es geht schneller, als wenn ich zu Fuß gegangen wäre. Aber sie ist süß. Ja. Das war cool. Das war super, jetzt müssen wir es nochmal machen. Ja. Ich meine, es wäre so viel angenehmer gewesen. Nicht unbedingt schneller, aber auch angenehmer, wenn der Vogel halt hier starten würde. Mhm. Und nicht auf der anderen Seite. Enten. Was können sie eigentlich nicht? Ich frage mich, ob das über eine Ente ist. Es ist ein Vogel. Sagen wir einfach, es ist eine Ente. Es ist eine Ente. Wir haben noch Zeit? Jo. Dann gehen wir jetzt mal den mittleren Gang nach oben. Da, wo Nebstablook war? Ja. Das ist großartig. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier drin sehen soll. Das sind 2 Häuser. Ja. Hallo. Hi. Oh, du bist echt gekommen. Entschuldige, ich habe nicht damit gerechnet. Hier gibt es nicht viel, aber mach es dir ruhig bequem. Okay. Oh, hast du Hunger? Ich kann dir etwas zu essen machen. Ohne Küche. Es ist ein Geister-Sandwich. Willst du es probieren? Du versuchst in das Geister-Sandwich zu beißen. Es gleitet einfach durch. Oh. Vergiss es. Ja, trotzdem danke. Nach gutem Essen lege ich mich am liebsten auf den Boden und fühle mich wie Müll. Das ist eine alte Familientradition. Möchtest du mitmachen? Warum nicht? Okay, folge mir kurz. Los geht's. Solange du dich nicht bewegst, bleibst du liegen. Das ist erstaunlich logisch. Das ist tatsächlich erstaunlich logisch. Wow. Also bewege ich nur, wenn du aufstehen möchtest. Ne? Also mir geht's gut. So fühlt sich Müll also. Finde ich großartig. Mehr wird hier nicht passieren. Ich hätte mir nicht Universe Sandbox kaufen müssen. Es ist super. Nun, das war doch nett. Vielen Dank. Ich mag ihn. Yes, der Absamblock ist großartig. Oh, das ist mein Fernseher. Es gibt eine Sendung, die ich ganz gern sehe. Manchmal.
Der Internetbrowser ist offen und zeigt ein Musikforum an. Okay. Der Internetbrowser ist offen und zeigt ein Musikforum an. Okay. Das weißt du, indem du auf die Kiste schaust. Alles klar. Es ist ein Spinnennetz. Ein Flyer für einen Kuchenverkauf liegt bei. Oh, cool. Wieder mal. Du erinnerst dich an die Spinnenbäckerei? Mhm. Die CD trägt den Titel Goalie Day Music. Okay. Abspielen. Jo. Du spielst die CD. Sie geht voll. Die Musik wird auch bleiben. Okay, cool. Es hat was. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Tracks klangen. Die CD trägt den Titel Spookwave. Abspielen? Ja doch. Oh, das gefällt mir besser. Das ist cool. Müssen wir die Napster-Book-Tracks nochmal anhören. Das ist das Spookwave, sagst du, ja? Ja. Es gibt einen Track, mit dem wir den Easter Egg mal triggern können. Das klingt so ganz subtil nach Harry Potter, aber irgendwie auch nicht. Moment. Das ist sogar das. Das mag ich wirklich. Großartig. Okay, was ist dann das hier? Wir damit Spaß haben. Die CD trägt den Titel Spooktunes. Klar doch, abspielen. Ich glaube, das ist das gleiche, nur mit einem Instrument. Dann ist es das, ja, tatsächlich, das ist das gleiche. Gut, da habe ich es verwechselt gerade. Ja. Ich bevorzuge das hier. Ja, aber das lassen wir mal. Spiel nochmal das andere ab. Das erste? Spooktune, ja. Und damit gehen wir jetzt raus. Okay. Irgendwo in die Mitte. Okay. Ist die Musik mal laufen? Ja. Perfekt. Noch weiter nach unten. Okay. Und jetzt lauf hier rum. Müsste gleich. Ja. Oh. Okay. Wer hat den gesprochen? Ich hab keine Ahnung. Wo zur Hölle kommt diese Musik her? Ich weiß die Stimme nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber es gruselt mich total an. Winky Face. Schlimmer als Chiron? Auf keinen Fall. Chiron ist weniger gruselig. Winky Face. Wenn du so viel Angst hast, warum blinzelst du dann? Das ist Angstblinzeln. Winky Face. Vergiss es. Dieser Beat ist zu dreckig. Wosch, warte. Lass mich nicht zurück. Winky Face. Ist diese gruselige Musik die Bestrafung für das gruselig sein? Winky Face. Bitte, hört auf. Ich bin nie wieder gruselig. Winky Face. Winky Face. Okay. Gut. Wie viel Zeit haben wir? Nicht mehr genug. So. Alles klar. Du vernimmst eine beruhigende Stille. Du, was? Okay. Du bist von Entschlossenheit erfüllt. Ja. Stilles Gebiet. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Normales Face. Bis dahin, tschüss. Winky Face. Tschüss.